Unsere Hamburger Gesellschaft geht ja regelmäßig zu den Projekten vor Ort, um sich zu überzeugen, ob die Mittel, die wir einsetzen und die gesammelt werden in Deutschland und international, auch wirklich gut eingesetzt werden. Und so war ich auch unlängst mit dem deutschen Topmodel Eva Pattberg in Soweto. Wir waren dort an einer Schule, die fast Vorzeigecharakter mittlerweile hat. Man konnte also sehr gut sehen und erleben, dass dort die Mittel sehr gut eingesetzt sind, dass die jungen Menschen lernen, wissbegierig lernen und mit den Unterstützungsmitteln ein Stück die Zukunft für sich selbst in die Hand nehmen. Und das ist ja genau das, was wir anregen wollen.